Hallo Freunde, heute sind wir wieder hier mit meinem Papi. 14.05. Genau, hier waren wir ja fertig. Gleich zeigen wir euch hier noch was Schönes mit der Gangschaltung. Das könnte was aufklären in euren Köpfen. Weil bei mir war das immer so, ich hätte mich immer gewundert, wenn du vom ersten oder vom zweiten in den Null gehen willst, dann brauchst du ja nur ganz, ganz wenig Kraft. Und hier kann man das jetzt perfekt zeigen. Na, ihr macht. Papa macht jetzt mal hier die Simulations. Erster Gang. Erster So, Gang. jetzt siehst du ja hier ist ja perfekt. Und dann kann man jetzt hier erkennen, Das ist erster Gang. jede große Kuhle ist ein Gang. Das heißt, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gänge. Und dann haben wir hier zwischen, haben wir ja noch so eine Erhöhung. Und das ist der neutrale Den Gang. schalte ich jetzt rein, Schalt mal, ne? ja. Mach mal. Das war Das zweiter Gang. war zu viel, guck. Zweiter Gang, jetzt Ja. wieder neutral. Ah, erster Erster Gang. Gang. Jetzt ist man im Neutralen. Das ist halt zwischen 1 und 2, ist ja logisch, aber das ist kein richtiger Gang. Das ist ja einfach hier nur so eine Neutralstellung. Deswegen braucht man nicht so viel Kraft. Das hat mich eben sehr zum Staunen Verunsichert. gebracht. Also, weil Das das nervt. hat jetzt ziemlich viel in meinem Kopf erklärt, weißt du, was ich meine? So, und jetzt machen wir weiter und verbauen so Kickstarter-Gedöns und so ein Scheiß. Und Und jetzt nach jetzt ist links der ist der Anschlag Anschlag. automatisch da, wenn du dann im Prinzip jetzt hier zudrehst. Und jetzt kommt das Rädchen, das Nummer 2, auch wieder eine Unterlegscheibe. Unterlegscheibe und Sprengring. Das ist alles mit Getriebeöl, ne? Ja. Das ist Das Getriebekupplungsöl. ist extra gesichert hier mit dem Simmering, damit ja natürlich das Lager auch gefettet bleibt, ne? Weil Ja. sonst würde das ja alles da durchlutschen, ne? Dann wird das Dreck heiß. So, dann den Mixer. Alles so ganz normale Standardmaschinen, die haben das geschlossen. Ne? Da haben sie höchstens mal so kleine Löcher nachher drin. Weil das ist alles, damit die Scheiben entfettet werden, wenn die beschleunigen. Das heißt, Die Löcher sind damit die da. baden hier die ganze Zeit. Die chillen. Die chillen hier die ganze Zeit, sag Boah, ich das sieht mal, so krass aus, bis ne? hierhin im Öl. Und das dreht sich, ne? Und dann wird das ja, saugen die sich an mit Öl. Und nachher, wenn sich das dreht, dann fließt hier durch die ganzen Löcher und hier durch die Schlitze das Öl weg. Das ist ja die Fliehkraft, ne? Die Ja. Kreiselkräfte. Und dadurch packen die Scheiben auch besser und sind natürlich auch jede Zeit auch geölt und wieder doch, dann haben sie wieder Grip, ne? Ja. Und hier sieht man jetzt schön, dass das alles hier miteinander arbeitet. Dreh am Kupplungskorb, die Welle dreht sich. Hier, das dreht sich natürlich, weil das ja von der Welle kommt. Hier hinter geht das zum Kickstarter. Das heißt, der Kickstarter, wenn der hier das dreht, dreht er direkt die Kupplung. Und die geht dann hier hin. Die Zündung, Und dann, das ist echt krass hier. Kompression, Zündung und hier, ja, Funke. Dann machen wir die Scheiben rein. Ja. Ist das hier normal, der normale Kupplungskorb, oder ist das ein anderer? Oder ist das, weil der Six Days ist, die Maschine? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schauen wir mal, was wird. Zeig mal, woran erkennt man jetzt, ob die scheiße sind oder gut? Also, dass die ja dann, du kannst die ja mit der Schieblehre messen, du hast ja die Ach so, okay. Verschleißgrenzen, ja. Die sind ja noch alles gegeben hier. Und, was hier passieren kann bei der Scheibe, dass die ja mal blau wird. Abdruck, die sieht auch schon ein bisschen verheizt aus. Hat ein bisschen Hitze halt abbekommen. Sieht man auch so Spuren. Ja. Aber so halt, das ist auch noch in Ordnung. So. So, jetzt sind wir wieder dabei. Und da kann man die auch andersrum nehmen, Ja, die so. kannst du auch vom ersten Gang nach unten nehmen. Du kannst sie durchmischen, die sind alle eigentlich gleich. Nur nachher gemeinsam ergeben sie natürlich ein Maß, was gegeben muss, sonst läuft die Kupplung nachher auch nicht richtig. Ne? Wenn da Ja. irgendwas verschlissen ist, kannst du zwar nachher noch einstellen ein bisschen, aber die hat nicht viel drauf bekommen. 50.000 Kilometer, 50 Stunden nehme ich an. Boah, der ist aber heißer geworden, wa? Ja, das ist schon so ein bisschen, ja. Aber gut, das können wir ja nachher immer noch in 50 oder 100 Stunden nachher auch noch austauschen. Ne? Das ist ja. Ja, das ist schnell Nur gemacht. natürlich die Metallscheiben, die sind teuer. Ne? Die sind teurer wie die Belege. Ne? Also zusammen mit Scheiben zahlst du für sowas zwischen 120 und 150 Euro. Ja? Ich habe schon geguckt, 120 Euro. Die Belege kosten zwischen 50 und 70 Euro normal so. So, Ladies and Gentlemen, wir haben ein bisschen weitergemacht an der XC. Wir haben den Rest jetzt nicht mehr gefilmt. Und sie ist eigentlich soweit fertig. Zeig mal den Lachs. Stödef! Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben das natürlich schon gesehen. Ihr auf YouTube nicht.
Aber wir versuchen die jetzt anzumachen. Schauen wir mal, was wird, ne? Also sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Sehr maskulin aus. Ja. Ja, jetzt kommt ja erst der Kick an sich. Ich muss erstmal ansaugen. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was. Über das neue, unser neuer Familienmitglied hier. Wir müssen noch die taufen, ne? Namen. Also Namensvorschläge in die Kommentare. Guck mal, das haben wir zu lang gemacht. Oder kommen da noch Kunststoffe drüber? Ne, nee, ich glaube nicht. Wofür war das denn hier? Ist noch frei. Keine Ahnung. Dann schrauben wir das wieder raus. Gut, dann. Halas. Auf ein neues. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt, ja? Nur von Feinsten her. Oh mein Gott, Digga. Ich bin jetzt echt gespannt. Was denkst du? Kaltstarter, ja. Wir freuen uns. Ja, erstmal ohne Gas, ne? Thank you.
Notausklappt schon auch.